Jo Leute, heute geht es mal um den Singleplayer-Modus von Battlefield 1. Letzte Woche kamen dazu relativ viele Informationen heraus, inklusive kleine Mini-Teaser zu den jeweiligen Singleplayer-Missionen. Das Ganze wurde allerdings nur über die Social-Media-Seiten veröffentlicht, von daher tippe ich mal darauf, dass relativ viele von euch das verpasst haben. Und deshalb gibt es jetzt mal so ein zusammenfassendes Video mit allen Missionen, mit allen Infos, die wir jetzt wissen. Und keine Sorge, da sind keine großen Spoiler drin. Wir erfahren so ein bisschen die Rahmenbedingungen, allerdings nicht, wie das Ganze ausgeht. Und von daher, ich denke mal, dieses Video wird euch die Singleplayer-Erfahrung jetzt nicht irgendwie ruinieren. Ich habe das Ganze jetzt auch schon alles erfahren und ich habe trotzdem jetzt umso mehr noch Bock auf den Singleplayer. Ja, erstmal geht es los mit ein paar allgemeinen Informationen, und zwar ist der Singleplayer in 5 Kapitel unterteilt und jedes Kapitel wird halt mehrere Missionen umfassen. Und dabei wird es halt in den Kapiteln um unterschiedliche Kriegsszenarien gehen mit verschiedenen Protagonisten. Das heißt, man spielt jetzt nicht irgendwie eine Person aus dem Ersten Weltkrieg, sondern wird in jedem Kapitel eine andere Person irgendwie spielen und ein anderes Umfeld haben. Und ich finde das eigentlich ziemlich interessant. Ja, in diesem Singleplayer sollen vor allen Dingen die Charaktere im Vordergrund stehen und nicht irgendwelche historischen Ereignisse. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf und ich hoffe, die Story wird relativ spannend. Es wird einige Zwischensequenzen natürlich geben und da wird man endlich mal die First-Person-Perspektive verlassen und das Ganze so ein bisschen von außen sehen. Das war ja bei Battlefield 4 bei der Singleplayer-Kampagne nicht wirklich gegeben. Ich denke, das ist eine gute Änderung, die vielleicht so ein bisschen mehr für Spannung sorgen wird und das Ganze vielleicht ein bisschen besser erzählen wird. Ja, jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Kapiteln und das erste Kapitel heißt Through Mud and Blood und der Teaser ist hier. And our new driver, boys. Our orders, to punch through the German line. You've done this before. What's wrong with you? Come on, bitch! Ja, und zu diesem Kapitel wissen wir tatsächlich auch schon mit Abstand am meisten. Da haben wir sehr, sehr viele Informationen zu. Das ist gar kein Vergleich zu den anderen Kapiteln, da wissen wir nämlich noch sehr wenig drüber. Und zwar spielt dieses Kapitel Through Mud and Blood gegen Ende des Krieges. Und es geht, wie ihr schon gesehen habt, um die Besatzung eines britischen Mark V Panzers und die Aufgabe ist es halt, durch die feindlichen Linien zu brechen. Ja, der Hauptcharakter, den man spielen wird, ist Danny Edwards, der war vor dem Krieg halt Chauffeur und ist jetzt Panzerfahrer geworden, hat allerdings keine Erfahrung, wie man so eine Maschine bedient und auch gar keine Kriegserfahrung. Das heißt, er wird da wirklich komplett reingeworfen in dieses Szenario und kann halt wirklich am Anfang nur den Panzer rudimentär fahren und Dinge reparieren. Mehr kann der halt gar nicht am Anfang. Der lernt dann halt einiges während der Mission hinzu, gewinnt auch das Vertrauen der anderen Besatzungsmitglieder. Da muss man sich irgendwie so ein bisschen erstmal eingliedern in das Ganze. Und ja, die Story wird dann zum Beispiel durch einen nebligen Wald führen, wo ihr dann zu Fuß vor dem Panzer herlauft und dann verschiedene Stellungen des Feindes aushebt. Also da bin ich gespannt drauf. Und man hat wohl auch relativ viele Freiheiten. Man kann zum Beispiel entscheiden, ob man die gegnerischen Panzerabwehrwaffen einfach zerstören möchte oder ob man die selber nutzen möchte gegen die Gegner. Das ist also ein bisschen mit Freiheit verbunden, finde ich gar nicht mal so schlecht. Und man kann auch gegnerische Fahrzeuge für kommende Schlachten erbeuten. Das heißt, man kann anscheinend Fahrzeuge stehlen. Ziemlich interessant, hört sich meiner Meinung nach gar nicht so schlecht an. Ja, die nächste Mission heißt dann Friends in High Places und der Teaser dazu kommt jetzt. My name's Clyde Blackburn. Your man must be one hell of a pilot. If we pile upon this, then you need to promise me that you'll get me back in one piece. Sure thing. I need your word. In diesem Kapitel geht es um den britischen Soldaten Clyde Blackburn und ja, irgendwie ist mir dieser Satz One Hell of a Pilot total ins Hirn eingebrannt. Ich glaube, da geht es um den Vater dieses Soldatens und von daher, ja, ich bin mal gespannt auf dieses Kapitel. Er ist ein Pilot an der Westfront und in diesem Kapitel soll es wohl viele Dogfights geben, logischerweise, und auch ein überraschendes Zusammentreffen. Vielleicht mit dem Roten Baron könnte ich mir vielleicht ganz gut vorstellen, wäre eine coole Sache und es ist wohl eine Geschichte über Freundschaft. Ja, und das war es tatsächlich schon, was wir dazu wissen. Deshalb kommen wir gleich mal zum nächsten Teaser, und zwar ist der für The Runner. Frederick Bishop?
I'm your new charge. Oh, God. They're gonna shell the village and the fort. We need to get out. Now. Head down. Got it. Und in The Runner wird man einen australischen Nachrichtenboten spielen und wird die versuchte Landung der Briten und Australier in Gallipoli miterleben. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen, da tue ich mich ja immer so ein bisschen schwer mit. Ja, man hat dann wahrscheinlich am Anfang gar nicht vor, irgendwie am Krieg teilzunehmen, wird aber dann doch in das Kriegsgeschehen verwickelt und das Ganze sieht eigentlich auch ziemlich spannend aus, obwohl mir die andere Mission jetzt von den Teasern her besser gefallen haben. Als nächstes haben wir Nothing is Written und da gibt es natürlich auch einen kleinen Teaser zu. So who am I to be? You're going to tell me how to lie to your prey so we can lure it into a trap. How enchanting you are, my dear. An engine of destruction scours this desert, obliterating your allies, your families, your homes. Soon all that you know and all that you love will be ashes. In diesem Kapitel ist man ausnahmsweise mal eine Frau, und zwar eine Beduinensoldatin und gleichzeitig die rechte Hand von Lawrence of Arabia. Den sollten ja die ein oder anderen von euch kennen. Ja, das Ziel dieses Kapitels bzw. dieser Mission ist es, den feindlichen Panzerzug der Osmanen zu zerstören. Den kennen wir natürlich auch schon aus der Beta, das ist ein mächtiges Teil und damals hat er wahrscheinlich sehr, sehr viel Angst und Schrecken verbreitet. Und ja, man muss dann auf listenreiche Art und Weise feindliche Lager erkunden und Ausrüstung für die Zerstörung des Zuges beschaffen. Sieht auch sehr interessant aus, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut diese Mission und ich freue mich auch schon, die zu spielen. Der Singleplayer sieht diesmal wirklich verdammt gut aus, muss ich sagen. Könnt ihr mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Aber vorher haben wir natürlich noch ein letztes Kapitel und zwar Avanti Savoia. Ja, und hierzu haben wir leider noch keinen Teaser bekommen. Eigentlich wollte ich dieses Video machen und alle Teaser zeigen, denn ich dachte, der kommt heute am Freitag. Doch, das scheint irgendwie nicht der Fall zu sein. Irgendwie haben sie da den Zeitplan ein bisschen abgeändert. Und von daher gibt's das Video jetzt ohne den letzten Teaser. Tut mir leid, ich bin leider am Wochenende in London und kann deshalb das auch nicht irgendwie später hochladen. Und von daher habe ich mich jetzt entschieden, das einfach so hochzuladen, ohne diesen letzten Teaser. Trotzdem erzähle ich euch natürlich, was in dieser letzten Mission spielbar sein wird, beziehungsweise wie die ablaufen wird. Avanti Savoia heißt sie und ja, das klingt schon ein bisschen italienisch und man spielt auch einen italienischen Soldaten und zwar in schwerer Panzerung. Ich denke mal, diese Panzerung, die kennen wir schon als Elite-Klasse aus dem Singleplayer und die Aufgabe wird es dann sein, ein strategisch wichtiges Fort zu erobern. Ja, mehr wissen wir da leider auch noch nicht drüber, aber ich finde, der Singleplayer von Battlefield 1 hört sich ziemlich interessant an. Ihr könnt natürlich eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr Battlefield 1 vorbestellen wollt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Amazon- oder MMOGA-Link in der Beschreibung benutzen würdet. Das würde mich ungemein unterstützen und ihr zahlt dadurch auch wirklich keinen Cent mehr. Und ja, das war's jetzt. Eine Bewertung wäre schön. Mein Name ist MiaQuest. Und ja, ich werde mich natürlich aus London melden, auf jeden Fall über Twitter. Der Account ist auch nochmal verlinkt. Und da wird es dann natürlich auch ein Vlog geben und ich werde euch auch noch verraten, was ich da mache. Ich weiß im Moment ehrlich gesagt nicht, ob ich darüber sprechen darf. Deshalb lasse ich es mal lieber, aber ich freue mich, ich wurde eingeladen, so viel kann ich, denke ich, mal schon sagen und das wird hoffentlich ein ganz cooles Event und ja, damit bin ich jetzt raus, ciao!